Und wie gefällt dir der Park so? Super. Klein, aber fein. So, wir sind jetzt auf dem Weg zum Kurvaland. Vorher natürlich noch etwas Leckeres zu essen, also Brötchen, weil wir noch nicht gefrühstückt haben. So früh am Morgen haben wir noch keinen Hunger. Erstmal Brötchen und wir sind etwas spät dran. Wir haben etwas getrödelt, aber... Ah ja, und wir treffen uns dort mit Moritz und Vincent, aber Moritz weiß nicht, dass wir kommen. Wir haben gesagt, wir müssen arbeiten und können deshalb nicht kommen. Aber wir müssen nämlich doch jetzt nicht arbeiten und Vincent weiß an allem Bescheid, aber Moritz halt nicht. Und immer, oh, kommt doch vorbei, kommt doch. Wieso? Nee, wir können leider nicht und so, ja. Ja, haben wir sich lecker Brötchen geholt. So, es ging jetzt schnell, war wirklich viel los. Und jetzt geht's auch ins Oberland. Diesmal auch nicht die richtige Route. Wir haben uns nämlich aufmerksam gemacht, dass wir irgendwie auch, warum wir über Landstraße fahren, weil unser Navi irgendwie nichts anderes anzeigt. Aber wir haben jetzt uns eine App runtergeladen vom Navi und die zeigt uns auch die Route, die nicht über Landstraße fährt. Und ich glaube, wir sind jetzt halt 10, 20 Minuten schneller eigentlich, ne? Vorher war es ungefähr anderthalb, jetzt ist eine Stunde acht oder so. So, wir sind jetzt im Tourwaland angekommen und schaut mal, wer hier ist. Die Morgenkurs, abonniert die Morgenkurs. Also, ich in meinem Vlog darf ich das sagen, ne? Ja. Abonniert die Morgenkurs. Und ja. Jetzt sind wir im Tourwaland angekommen. Was machen wir als erstes? Die Wasserrutsche. Egal. Die Rolle ist ja nicht gut. Die Wasserrutsche. Das ist Kinderbahn. Ja, das ist jetzt für... Die Wasserrutsche. Und es war sehr, also waren wir zum ersten Mal drauf hier und es war sehr, sehr, sehr schnell. Und der hat sich, also man brauchte gar nicht mehr selber zu drehen in der Mitte, was ich sowieso nicht so gerne mag. Deswegen sah ich, glaube ich, relativ unglücklich auf diesem Ding drauf aus. Hat sich nämlich selber gut von alleine gedreht. Ja, und jetzt weiß ich gar nicht, wo wir jetzt nächstes hingehen, aber es ist auf jeden Fall voll hier und viele, viele kleine Kinder. Sehr viele kleine Kinder. So, wir werden jetzt auf die Boosterbikes gehen. Hier. Da muss man nämlich nie lange anstehen, weil ja, halt die kleineren, jüngeren Kinder nicht drauf dürfen, deswegen ist hier nichts los. Er zieht sich gerade seinen Stütz-BH an, er hat ihn schon an. Und jetzt ein bisschen Aktion hier. Also ich mag die Bahn, ja. Die Bügel sind ungemütlich. Und wie sind die, wie ist die Sitzposition? Ungemütlich. Also ich fand es ging. Und trotzdem. Der Moritz hat sich einfach nur falsch hingesetzt. Wir waren gerade auf Wärme, Wind und ich bin froh, dass es nicht so gedreht hat.
Ich bin nicht froh, dass es sich nicht gedreht hat. Mehr drehen! Nein, nein! Fall doch! So, wir waren gerade zu 5. So, auf Backstroke. Ja, wir wurden doch etwas nass, aber war lustig. Wir haben uns reingequetscht, meinte der Ride Operator, wie sein U-Boot. Ja, sehr cool. Jetzt gehen wir auf die Villa Fiasco! Weil du dich hingesetzt hattest, ne? Jetzt dieses drehende Fass legt sich da rein und auf einmal kommt so eine Durchsage, dass sie sich bitte durchlaufen soll und nicht einfach sitzen bleiben. Ja. Top, wir sind jetzt an erste Reihe. Nicht erste Reihe, nur zweite Reihe. Mehr erste Reihe. Achso, ja. Mehr zweite Reihe. Oh. Was für nass? Nass von der Wasserbahn. Ich bin schon ganz trocken geworden. Aber ich war gar nicht so nass geworden. Ich dachte, ich hatte ja schon einen Schutz hinter mir und vor mir. Ich saß ganz vorne. Ja, auf jeden Fall, ne? Gleich letzte Reihe ist eh schneller. Letzte Reihe ist viel schneller. Tora-Huis, wie kann das da? Das ist voll verschlecht. Der muss das gezeigt, lustig. Der war so zauberschnell, da muss man das fließen. Die Kinder da halt produziert irgendwas. Fertig, wir haben das Hafen gar nicht fertig gemacht. Das ist voll cool, ich kann mal zaubern. Endlich meine geheimen Superkräfte. Bami Salami. Party Salami. Party Salami. Bami Salami. Auf den Kiddie Coaster, weil der Moritz unbedingt drauf mit. Ich meine Bahn für ihn. Troy war
ein bisschen zu schwach und jetzt hier der Kitty Ride, das ist genau das Richtige und deswegen gehen wir da jetzt drauf. Wir waren da auch schon einmal drauf. Habt ihr keine Angst? Die hat ein Looping. Guck mal, wie hoch die ist. Sind Hammer. Die Burger sind immer noch beschissen? Auch scheiße, immer noch scheiße. Schmeckt? Schmeckt sehr gut, ja. Wenn ihr die Bonkos abonniert, dann könnt ihr auch so gute Fritten essen. Endlich. Anstrengend. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier rüber, oder? Ja. Alter, das geht voll in die Arme. Wer hatte die Idee? Ja, die sind gleich von. Das Rollen oder das Hammer. Geil. Das ist aber keine Rutsche. Das ist wie ein Pfand auf. So, wir sind jetzt immer noch auf dem Weg zum Django River. Im Efteling sind wir, genau, immer noch ein bisschen die Location gewechselt. Wir sind im Babianland, je nachdem, wo es näher ist. Aber auf jeden Fall voller hier, als letztes Mal, wo wir hier waren. So, wir sind doch ein bisschen nass geworden. War auf jeden Fall eine rasante Fahrt, kurz, aber wieder schön. Ich muss schon sagen, Django River ist top. Und jetzt wollten wir auf die Schiffschaukel gehen, dann vielleicht mal gucken auch nochmal auf Troy. Und dann, also wir sind eigentlich schon komplett mit allem durch. Weil alles war so ekelhaft, dachte ich mir so, alles ist so widerlich. Kann nicht ekelhaft genug sein, setze ich mich gleich mal in die ganze Fette rein. ja, die Fetten waren echt ekelhaft. Aber wir waren auf die Schaukel. Und jetzt Troy. Wir können das Lied von den Fantastischen Vier nicht. Troy, wie kann man das nicht kennen? Das ist das Lied für die Bahn. Das war schneller, hinten war schneller, ne? Hinten war viel schneller. Auf jeden Fall viel mehr. Wir haben die erste Reihe überholt. Also viel schneller. Ja, ne? Ja, krass, wie die so an uns vorbeigefahren sind. Heftig. Wohin gehen wir jetzt drauf? Auf die Pferdereite. Hätte ich nie gedacht, dass wir darauf gehen. Ich auch nie gedacht, wir werden gedemütigt. Boosterbike 2. Spider out.
den Pferden. Das war richtig niedlich. Richtig süß. Schau mal, manchmal 100 Kilo, ich hätte da gar nicht damit fahren dürfen. Oh! Schimmel ran. Auf der Maximutz-Blitz fahren. Hier ist übrigens eine sehr, sehr schöne Q-Line. Ne? Also muss man schon echt sagen, die Q-Line ist hier top. Nachdem wir Maximus-Blitzbahn gefahren sind und Kevin angeblich 1 Minute 56 gebraucht hat, was total Schwachsinn eigentlich sein sollte, weil er ist nämlich vor mir gefahren, hat er Fanta Frozen mal geprobiert. Das habe ich mir schon in anderen Parks gesehen und dachte mir, ja, und schmeckt's? 4,50 €. Lecker. Stolzer Preis, aber schmeckt gut. Sehr intensiv nach Fanta, muss ich sagen. Nicht so intensiv nach Wasser, hätte ich echt nicht gedacht. Aber es ist sehr luftig. Ja. Django River. Sieht man das? Ich hab's ein bisschen erwischt, gell? Ja, meine Hose ist, ja. Dezent und die anderen sind jetzt auf Dwerwelwind drauf. Wir haben noch nicht mehr so viel Lust drauf. Wir sind schon alt. Wir sind müde. Die jungen Hüpfer da vorne. Hm. Eine Attraktion so nach der anderen. Und wir haben uns da so eine holländische Waffel geholt. Hm. Sehr lecker, ja, mega cool. Lecker. Hm. Und gleich gehen wir noch essen. Mhm. Wir haben leckeres. Wenn wir den Markus besuchen. Mhm. In der Nähe von ihm. Mit Irene und Markus, also perfekt, alles auf dem Weg. So, ich wollte noch Bescheid geben, das war's von dem Vlog, es ist wieder ein Tag vergangen, genau. Und wir waren, man kennt sich anders, wir waren im Torvaland unterwegs gewesen, es war ein sehr lustiger ein sehr lustiger Tag, Halleluja. Und die Sonne hat geschienen, wir haben geschienen. Nein. Wir waren auf jeden Fall mit den Monkos unterwegs. Grüße nochmal an Moritz und Vincent an dieser Stelle hier. Abonniert die Monkos, wollte ich nochmal dazu sagen. Ist ein Running Gag geworden, falls ihr euch wundert. Abonniert die Monkos. Und ja, es war ein schöner Tag. Wir sind auch einige Male, doch seid ihr, also ich habe irgendwann immer aufgegeben, Boosterbikes gefahren. Troy sind wir auch einige Male gefahren. Es wird auch relativ voll, aber es ist wie gesagt immer wieder ein schöner Park. Diesmal waren wir sogar den ganzen Tag da. Normalerweise brauchen wir immer einen halben Tag. Haben aber auch Attraktionen, sind auch Attraktionen gefahren, die bis jetzt noch nicht gefahren sind. Deswegen ist es immer cool, wenn man mit mehreren unterwegs ist, weil die sagen, ach komm, lass mal den Kiddie Ride mitnehmen. Ach komm, jetzt gehen wir da nochmal drauf und so. Und was wir zusammen irgendwie nie machen würden. Aber okay, es ist auf jeden Fall lustig gewesen. Das war's an dieser Stelle von hier. Freue mich über einen Daumen hoch, freue mich über ein Abo und freue mich, wenn ihr Spaß hier auf YouTube habt. Hier kommen jetzt so andere Videos, die wir gemacht haben. Und ich würde sagen, tschüss und abonniert die Mucke.